in die Schweiz zu kommen, heißt nicht, dass es automatisch mein Leben einfacher ist. Aber am Anfang so die Schweiz in allgemein, dann ist es nicht so einfach. Aber wenn ich irgendwie die Eis breche, dann ist es einfacher. Dann sind diese Leute wirklich bereit, irgendwas zu helfen und bereit, irgendwas den Weg zu zeigen. Von Anfang an die Familie zu verlassen, das Heimat zu verlassen, dann unterwegs ist es so Horror. Und dann, wenn man hier erreicht, dann man erwartet, weil wir haben viel Risiko genommen, so Leben und Sterbensrisiko genommen. Dann denken wir, ja, wenn ich eine Aufenthaltsbewilligung habe, dann wird mein Leben einfacher. Dann bekommen wir eine Aufenthaltsbewilligung. Dann ist immer noch nichts einfach. Ja, ich bin weit weg von meinem Heimatland, aber ich versuche irgendwie verschiedene Sachen als Heimat zu fühlen. Ich habe verschiedene Dekorationen aus Eritrea. Dann, wenn ich das sehe, dann ich fühle mich, dass ich in einer Heimat bin. Etwas zu träumen ist sehr schön, egal ob es realistisch wird oder nicht. Ich wünsche mir, dass ich in die Zukunft meine Familie besuchen kann. Ich bin Samhar, ich komme aus Eritrea. Ich habe an der Universität in Bern Sozialanthropologie und Gender Studies studiert.